Hey, na? Was geht? Willkommen zurück hier bei Planet Crafter, direkt zum Folgenstart. Erstmal eine Nachricht bekommen. Jo, wir wollten beim letzten Mal schauen, wie es denn aussieht mit mehr Drohnen. Vorneweg natürlich wieder der Hinweis, momentan mein PC so relativ Schrott. Ich hoffe, wir kommen hier durch ohne großartige Bildfehler. Aber ja, ich kann momentan leider nicht so viel daran ändern. Seht's mir bitte nach. So. Wir wollen mehr Drohnen haben. Raketentriebwerke. Leiterplatten. Raketentriebwerke ist, glaube ich, der Knackpunkt, ne? Die stellen wir nicht her. Das wäre ja... Okay, aber wir stellen trotzdem Bakterienproben her. Wo werden die denn gelagert? Haben wir die unten? Das wäre ja crazy. Nee, das wurde einfach nur hergestellt. Das ist ja wirklich crazy. Okay, aber was ich gerne machen wollen würde, wäre das rausnehmen. Zwei super. Und dann stellen wir hier noch einen zweiten hin. Sieht doch auch irgendwie cool aus. Input. Es war auch die Frage, ob wir nicht irgendwo, anstatt selber ans Lager zu gehen, ob wir nicht irgendwo hier vorne einen Schrank hinstellen können und dann eingeben, was wir brauchen. Von der Idee her ist es cool, wenn man sagen könnte, hey, ich brauche zwei davon, drei davon, bla bla. Dann weggeht und dann holt man das. Das Problem ist, wir können ja bloß eingeben, hey, wir brauchen Dünger. Und dann holt er uns halt alle Dünger, ne? Ich glaube, so haben wir das. Ja. Alright. Ja, die Raketentriebwerke, das ist halt... Und ihr seht, das ist auch nicht so, dass die Drohnen immer unterwegs sind. Vor allen Dingen, wie viele Drohnen kann man hier eigentlich haben? Ist, 15, 15, 20, 25, ist das das höchste der Gefühle? Und hier steht aber auch nicht, dass die Drohnen irgendwie jetzt großartig Strom brauchen, ne? Ich hätte ja die Drohnenstationen schon gern irgendwo, wo es ein bisschen cooler aussieht, ne? Ich weiß, wir waren dabei, noch Bauernhöfe herzustellen.
Das ist alles so verworren momentan. Ich habe ganz komisches Gefühl. Ich hoffe, es läuft alles, Freunde. Das macht mir echt Sorge, ne? Das macht mir echt extrem Sorge. Unser Aquarium. Im Endeffekt ist das schon cool. Ich überlege jetzt gerade, deswegen latsche ich hier ein bisschen planlos rum. Wo können wir das cool hinstellen? Ich hätte das gern so einmal ein bisschen weiter oben. Ich überlege, ob wir das so neben unsere Hütte... So, und jetzt, das sieht dann... Ach, also ein paar Teile, da muss ich ehrlich sagen, da wünschte ich mir, dass man das irgendwie anders gestalten kann. Definitiv. Das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Eigentlich, ne? Eigentlich perfekt. Nur halt richtig scheiße. So. Die Frage jetzt. Passt die Drohnenstation darauf? Jein. Könnt ihr bitte alle wegfliegen? So, Drohnenstation. Ich weiß, dass es hier nicht perfekt drauf passt, aber vielleicht muss es das auch gar nicht, Freunde. Arschloch. Wir müssen es nur richtig drehen, das ist richtig und so, weißt du? Und überhaupt.
Oh, okay, das sieht scheiße aus. Habt ihr das gesehen? Das ist ja von unten hohl. Ja, Kacke. Das passt auch nicht. Schade. Aber ich hätte das gern so. Jetzt ist guter Rat teuer. Scheiße. Sieht so aus, als müsste ich da halt ein größeres Gerüst machen. Aber eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Ich fand das geil, so wie das war. Wenn wir das an so ein Gebäude ranmachen? Okay. Okay, okay. Ich fühle das. Alright.
Doch, das gefällt mir. Auch wenn es auf dem Boden hier nicht mittig ist, natürlich. Aber trotzdem, auf eine gewisse Art und Weise, berührt es mich an Stellen, wo ich gern berührt werde. Ich mag das, so langsam nimmt unsere ganze Scheiße hier Form an. Apropos Form annehmen. Hatten wir nicht noch was vor, irgendwie mit Bienchen herstellen oder sowas? So. Was ist denn mit der anderen Biene passiert? Vor allem, wir kriegen so viele Larven, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich meine, wir haben 1, 2, 3. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben verschiedene fucking Schmetterlinge. So, und eine Fischfarm züchtet Tiere. Biokunststoffklumpen, Phytoplankton A. Okay. Das Einzige, was ein bisschen doof ist mit dem Teil da, ist, dass die ganze Zeit durch unsere Bude rettern. Was ist denn das, Osmium oder nicht? Ja, sorry, für uns eher so uninteressant. Ein Stern ist vom Himmel herabgefallen. Mitten in Sanctuario. Das ist der Anfang von Diablo 3, ne? Ein Stern ist vom Himmel herabgefallen. Ey, wir brauchen viel mehr Wasserteile. Biokunst 3, Super Aluminium Magnesium. Super Aluminium Magnesium. Na.
Ja, davon brauchen wir halt viel, ne? Wir brauchen viel, viel Wasser. Sehr gut. Angebot. Wasser. Mein Motto ist immer lieber als gar nicht. Wende, dann mach. Denn wende nicht, dann auch kein Dach. Uli Froscheier. Jetzt sag mir bloß, in diese Fischfarm, da muss ich auch Fischeier einsetzen, kann das sein? Schwierig. Okay, also das ist ein 120er, 175er, 120, 250, 300. Das sieht schon geil aus, ne? Ich finde das auch schade, dass wir in diesen... in diesen Schmetterlingsteil hier, dass wir da im Endeffekt so wenig nur reinmachen können. Hänger und Galaxie. Hänger, Galaxie. Hänger und Galaxie. So, und hier haben wir jetzt was reingemacht? Genau die anderen. Das sieht schon ziemlich geil aus, ne? Jetzt eigentlich wäre das auch was für unsere Bude. Ich überlege, wie wir das noch in unsere Wohnung unterkriegen können. Die Teile. Da reichen eigentlich, tatsächlich so eine Schränke. Das würde ich jetzt in die Kantine reinmachen. Natürlich. Das eine Mal, wo ich Eisen brauche, habe ich keins. Lass doch einfach eine halbe Stunde bei mir klingeln. Vielleicht gehe ich dann ran. Bro.
Okay, Pilz. Das ist jetzt für die Samen, ne? Pilz, Kürbis. Bohne. Nicht Benoel. Bohne. Come on! Bohne und Aubergine. So, Bohne. Kürbis. Und Pilz. So, dann gehen wir. Also ist schon geil, dass wir einfach aus dem Fluss trinken können. Dann gehen wir noch kurz hier rüber, stellen die Schränke ein, dass sie einfach alles abgeben. Zack. Und dann können wir anfangen, in der nächsten Folge das hier irgendwie abzubauen. Die Küche, die nehmen wir gleich mal mit. Die stellen wir in die Kantine rüber. Die Kantine ist natürlich auch noch nicht fertig gebaut. Da müssen wir mal gucken, wie wir das bewerkstelligen. Wäre natürlich schade schön. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Ist auch schade, dass man keine Fische von hier sehen kann. Hier unser MRT. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich, als wir es gebaut haben, schon gestört. So. Blasa. Nachfrage. Blasa. I don't know. Es fühlt sich einfach besser an, wenn die Quarze so gegenüberstehen, anstatt auf der anderen Seite. So, liebe Freunde. Ich habe mir auch durchgelesen, was ihr meint zu der Idee von wegen ein zweites kleines verstecktes Lager. Ich glaube, ihr habt viel größer gedacht, als ich das tatsächlich meinte. Ich meinte tatsächlich ein ganz kleines Lager, irgendwie so zwei kleine Räume, wo wir nur Eisen, Kobalt, Titan, Silizium, Aluminium, Magnesium und vielleicht Superlegierung reinmachen. Also gar nicht irgendwie die ganzen ausgefallenen Sachen, sondern nur so die Grundmaterialien, damit wir das immer auf Vorrat haben, irgendwo in der Nähe. Ja, vielleicht auch einfach hier oben. Hier oben, hier in der Ecke, das reicht ja, wenn wir da einfach ein paar Schränke hinstellen, wo wir so die Grundmaterialien drin haben. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, mit der Folge ist alles in Ordnung. Wie gesagt, seht's mir nach. Ich kümmere mich um Ersatz mit dem PC. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Wenn ja, hinterlass mir gern einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.